Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Almunia, liebe Kollegen! In der Vergangenheit hat es verschiedene Versuche politisch souveräner Staaten gegeben, eine gemeinsame Währungsunion zu schaffen. Diese Versuche haben unterschiedlich lange gehalten. Am Ende sind sie alle gescheitert. Deshalb war es kein Wunder, dass in den 70er Jahren die Außenwelt sehr kritisch auf Vorschläge reagiert hat, in Europa ein solches Unterfangen zu starten. Pierre Werner, der frühere luxemburgische Premierminister, und auch Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, als sie noch Staatssekretäre im Finanzministerium waren, haben ja Versuche, die in diese Richtung gingen, vorgelegt. Selbst in den frühen 90er Jahren wurde das Unterfangen einer Wirtschafts- und Währungsunion sehr kritisch gesehen. Viele Experten, darunter Nobelpreisträger aus Amerika, haben es als wirklichkeitsfremd eingeschätzt und abgetan. Entgegen allen Erwartungen ist es doch zur Euro-Einführung gekommen. Und es wurde ein Erfolg. Die Europäische Wirtschaftsunion ist tatsächlich so etwas wie ein kleines politisches Wunder. Und es ist ein Fall sui generis. Und insofern hat sich einmal mehr der Ausspruch des frühen Kommissionspräsidenten Hallstein bewahrheitet, der gesagt hat, wer in europäischen Angelegenheiten nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Die Bevölkerung vieler Länder allerdings hat die Euro-Einführung mit großer Skepsis aufgenommen. Hätte es damals in den 12 Mitgliedstaaten den ersten 12 Mitgliedstaaten der Eurozone ein Referendum gegeben, wir hätten heute keinen Euro, zumindest nicht in diesen vielen Ländern. Inzwischen sehen die Bürger allerdings den Euro etwas positiver, sicherlich noch nicht zu 100%, aber wahrscheinlich doch mehrheitlich. Die teils wehmütigen Erinnerungen an die alten Währungen, egal ob Mark, Gulden, Schilling oder Franc, sind größtenteils der Überzeugung gewichen, dass die Euro-Einführung auch für den einzelnen Bürger, nicht nur für die Wirtschaft im Großen, von Vorteil ist. Die Bürger spüren das natürlich primär, wenn sie sich selber auf Reisen begeben. Es gibt keine Passkontrollen mehr im Schengen-Raum und das teure und lästige Umwechseln von Geldern ist verschwunden. Aber ich glaube, ein Großteil der Bürger hat auch verstanden, dass wir die Finanzkrise, in der wir uns gerade befinden, ohne die Europäische Zentralbank und ohne eine einheitliche Währung lange nicht so gut würden bewältigen können, wie es sich im Moment abzeichnet. Und auch die Erhöhung der Rohstoffpreise konnte durch die starke Währung doch in ihren Auswirkungen etwas abgebremst werden. Trotzdem gibt es immer noch einen Teil der Bürger, die negative Erfahrungen mit dem Euro verbinden. Und gerade Preissteigerungen werden häufig, im Deutschen würde man sagen, auf den Teuro, also im Englisch würde es heißen, den Expensive Euro, zurückgeführt. Fakt ist allerdings, der Euro ist stabil. Er hat sich als stabile Währung herausgestellt. Die Inflationsrate in den letzten 10 Jahren war niedriger als in den Dezennien davor. Und das selbst in so stabilitätsbewussten Ländern wie Deutschland. Nicht zuletzt durch diese Stabilität hat der Euro international stark an Bedeutung gewonnen und ist inzwischen nach dem Dollar die zweitwichtigste internationale Reservewährung. Die Stabilität des Euro haben wir der Unabhängigkeit der Zentralbank zu verdanken. Und deshalb ist es unverständlich, dass immer wieder an dieser Unabhängigkeit gerüttelt wird. Ich glaube, hier haben vor allem die ersten Präsidenten Duisenberg und Jean-Claude Trichet hervorragende Arbeit geleistet. Ich komme zum Schluss, Frau Vorsitzende. Gestatten Sie mir noch einen Satz hinzu. Es gilt nach wie vor, eine gemeinsame Währung ohne gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik ist und bleibt ein riskantes Unterfangen. Große Herausforderungen liegen vor der EU. Anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, demografischer Wandel, Migrationsdruck, zunehmende Armut mancher Schichten und ein erhöhter Wettbewerb im Zuge der Globalisierung. Die Eurozone kann diese Herausforderung nur bewältigen, wenn die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten stärker verzahnt werden. Die Ernennung eines Präsidenten der Eurozone war ein erster Schritt in diese Richtung, aber eben nur ein erster. Es müssen weitere folgen. Die Eurozone muss international vor allem einheitlich auftreten. Das gilt auch für Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds und die OECD.